Warum ein Doppelgerät tauchen, Teil 2. Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support. Vor kurzem hatten wir ein Video gemacht, in dem wir euch die Vorteile eines Doppelgeräts gezeigt haben. In den Kommentaren zu diesem Video haben wir ein paar Fragen und auch ein paar Anregungen gefunden, aus denen wir gerne ein weiteres Video machen wollen, um euch die Vorteile des Doppelgerätes noch etwas ausführlicher vorzustellen. Im ersten Video hatten wir gesprochen über die bessere Vereisungssicherheit, über die bessere Wasserlage und über das größere Flaschenvolumen, das ihr bei einem Doppelgerät haben werdet. Heute im Video wollen wir weitere Dinge besprechen. Starten wir wieder bei der Sicherheit. Die Ventile hatten wir angesprochen, ist von besonderem Vorteil, dass dieser Abstand hier weiter ist. Aber dieser weitere Abstand, wir haben uns dort mehr auf die Vereisungssicherheit des Ventils eingelassen, aber bei den breiteren Ventilen kommt ihr natürlich auch wesentlich leichter an diese Handräder hin. Wenn ihr also einen Vereiser habt, ist es ja die erste Aufgabe, dieses betroffene Ventil erst einmal abzudrehen, dass hier kein weiterer Gasfluss stattfindet, der ja auch für die Abkühlung des Ventils sorgt. Also bei einem Vereiser dreht ihr euch dieses Flaschenventil ab. Wenn ihr gegenüber einem Monogerät, wo das Flaschenventil ja hier komplett in der Mitte steht, kommt ihr natürlich wesentlich leichter an ein Doppelgerätventil hin, wie an eins bei einem Monogerät. Das ist auch mit der Grund, neben der Wasserlage, dass wir hier bei der Doppel 8.5 den breiten Abstand verwenden und nicht den, wie er früher üblich war, schmalen Abstand, wo hier diese Flasche deutlich enger zusammensitzt, weil auch hier gewinnen wir wieder einige Zentimeter mit der breiteren Brücke, dass ihr leichter an eure Flaschenventile rankommt. Bei einer Doppel 8.5 ist somit der gleiche Flaschenabstand, die gleiche Brücke verbaut, wie es auch bei einer Doppel 12 der Fall ist. Also ein weiterer Punkt, bessere Erreichbarkeit der Ventile. Dann bin ich beim letzten Mal auch nicht auf das Handrad oder auf die Absperrmöglichkeit der Brücke eingegangen. Im DIR-System ist es üblich, mit einer verbundenen Doppelflasche zu tauchen, also keine Independent-Variante, sondern beide Flaschen sind mit einer Brücke verbunden. Jetzt gibt es einfach auch Rohrbrücken, die hier eine feste Verbindung schaffen, die man aber auch nicht unterbrechen kann. Die Variante hier mit dem Absperrventil oder mit dieser absperrbaren Brücke ist Standard im DIR-System und hat den Vorteil, dass man in einer Situation, nur in einer einzigen bestimmten Situation dieses Ventil schließt. Standardmäßig wird es offen getaucht, sodass wie bei einer Rohrbrücke ein ständiger Druckausgleich in der Flasche stattfinden kann und somit ihr nicht während dem Tauchgang wie bei einem Independent-System die Automaten im Wasser ständig tauschen müsst. Für was ist dieses Absperrventil aber nun gut und wann findet es Anwendung? Es gibt eigentlich nur einen Grund, wann ihr dieses Ventil braucht, nämlich dann, wenn der Gasverlust vor dem Flaschengewinde stattfindet. Also wenn ein Abdrehen des Flaschengewindes trotzdem weiter zu einem Gasverlust führt. Ein Beispiel dafür wäre hier der Flaschenhalsohrring. Wenn euch dieser O-Ring platzt, würdet ihr bei einer Rohrbrücke das komplette Gas bei der Flasche verlieren. Ihr könnt aber durch die Absperrbrücke hier das ganze System trennen und könnt dann die betroffene Flasche, solange es noch, wenn es nur ein kleiner Gasverlust ist, weiterhin verwenden, verliert aber hier das Gas nicht und könnt dann zurückwechseln auf die intakte Flasche, auf euer intaktes System. Die Standardprozedur bei so einem undefinierbaren Gasverlust wäre, dass ihr sagt, wenn ich Gas verliere, gehe ich erst einmal davon aus, dass irgendwas an meinem Hauptautomaten nicht stimmt. Ihr schaltet euren Hauptautomaten aus, ihr dreht dieses rechte Ventil ab, an dem standardmäßig der Hauptautomat verbaut ist. Wenn dann der Gasverlust immer noch zu hören ist, hier immer noch etwas abbläst, dreht man eigentlich diese Stufe wieder auf. Den Backup-Automaten ab, versucht es dann auf diese Weise zu klären, ob der Gasverlust nun aufhört, ob man eben nichts mehr hört. Wenn das immer noch zu keiner Lösung führt,
Dann muss es irgendwas vor der Absperrbarkeit des Ventils sein, dann eben zum Beispiel dieser Flaschenhalsohrring. In diesem Fall dreht ihr das mittlere Ventil ab und so könnt ihr dann zumindest den Gasvorrat einer Flasche für euch retten. Ein weiterer Vorteil des Doppelgeräts ist es, dass man hier relativ leicht Blei integrieren kann. Nach dem DIR-System gibt es eigentlich kein abwerfbares Blei. Wir versuchen, das Blei möglichst gut zu integrieren, sodass es gut verstaut ist, dass es einem nicht im Wege umgeht. Bei einem Monogerät ist das gar nicht so einfach, weil der Platz eng ist, wo ich mein Blei unterbringe. Standardmäßig werden Bleitaschen verwendet, die am Hüftgurt getragen werden. Diese Bleitaschen sind dort natürlich relativ gut aufgehoben, weil sie am System integriert sind und damit nicht wie ein Bleigurt am Körper hängen und somit den Körper nach unten drücken, während das restliche System nach oben zieht. Das ist schon eine positive Variante, aber trotzdem hat man dann wieder relativ schwere Dinge am Bauch, am Hüftgurt hängen, die doch irgendwie immer ein bisschen ziehen. Wenn man diesen Hüftgurt komplett leer bekommt, so ist es sicherlich angenehmer und noch komfortabler zu tauchen. Bei einem Monogerät sind die Alternativen hier etwas beschränkt. Bei einem Doppelgerät haben wir zwischen den Flaschen sehr viel Platz, gerade bei der 8,5, aber auch bei der Doppel 12 ist genügend Platz, um hier bis zu 8 Kilo Blei unterzubekommen. Das reicht eigentlich für alle Taucher aus, auch wenn ihr mit einem Trocki im kalten Wasser unterwegs seid, habt ihr hier mit 8 Kilo genügend Platz, um euer Blei unterzubekommen. Dann wurde noch die Frage gestellt, ob 200 oder 300 Bar Flaschen. Das ist ein bisschen so eine grundsätzliche Geschichte. Unserem Dafürhalten nach ist die 200 oder ja mittlerweile die standardmäßige 232 Bar Flasche die ideale Flasche. Sie ist deutlich leichter wie die 300 Bar Flasche. Bei einer 300 Bar Flasche müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht schon allein durch die Flasche über Blei seid. Das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt an der 300 Bar Flasche. Des Weiteren habt ihr diese letzten 70 Bar oder diese 70 Bar mehr, die diese 300 Bar Flasche zur Verfügung stellt, atmen sich relativ schnell ab. Das hat was mit Drücken zu tun, dass sich diese eben nicht linear verhalten. Probiert es mal aus. Egal, wenn ihr auch mit einer 200 oder 230 Bar Flasche ins Wasser geht, die ersten 50, 60 Bar atmen sich wesentlich schneller weg wie die letzten. Wie gesagt, hängt damit zusammen, dass sich Gase und Drücke nicht linear verhalten. Insofern hat die 300 Bar Flasche keine 70 Bar mehr an Gas mit dabei, die ihr nutzen könnt, sondern es ist deutlich weniger. Das ist jetzt schwer zu sagen, ich habe es nie berechnet, aber wenn ihr es ausprobiert, ihr merkt, es ist deutlich weniger. Insofern kauft ihr wesentlich teurere Flaschen, die auch sehr schwer sind, bezogen auf die Fülllogistik und was auch immer. Aber eben auch, wie vorher erwähnt, das Problem, dass sie unter Umständen euch überbleien, ohne dass ihr überhaupt Blei dabei habt. Deshalb unsere Empfehlung 200 Bar bzw. heute die üblichen 232 Bar Flaschen zu verwenden. Wenn ihr mehr Gas dabei haben wollt, dann geht lieber in Richtung eine größere Flasche, wobei ich hier die Doppel 12 schon als relativ großes Gerät für einen Standardtauchgang sehe. Und dann macht lieber weiter mit Richtung Bottom Stage, dass ihr versucht, dort dann auch deutlich mehr Gas mitzubringen in den Tauchgang. Und damit habt ihr wesentlich mehr Möglichkeiten, auch was die Sicherheit angeht, wie wenn ihr von einer 232 Bar auf eine 300 Bar Flasche wechselt. Zu Bottom Stage oder Stages generell können wir gerne nochmal ein Video machen. Das, glaube ich, war es jetzt dann aber auch, was man zum Doppelgerät sagen kann. Wenn euch natürlich noch was einfällt, gerne unten in den Kommentaren. Wir freuen uns immer, wenn ihr zu unseren Videos Meinungen äußert und auch eure Wünsche bekannt gebt, damit wir vielleicht nochmal ein Video in diese Richtung machen können. Natürlich freuen wir uns über jeden neuen Abonnenten. Klickt uns an, damit ihr gleich immer informiert werdet, wenn wir ein neues Video rausbringen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.